Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ihr habt euch ja schon vor langer Zeit ein Entspannungsvideo gewünscht. Dieses Video ist auch ganz spontan am See entstanden und beinhaltet alle Geräusche, die einfach da sind, die Geräusche des Alltags am See. Wichtig ist, dass du jetzt einen Ort für dich findest, ein Plätzchen, wo du die Seele baumeln lassen kannst für die nächsten Minuten. Einfach Ruhe finden, kein Stress, einfach nur abhängen, chillen, einschlafen, wenn du magst, wenn es gerade passt, aber du musst nicht. Du kannst auch sitzen, wenn du willst, kannst dich aber auch auf einen Liegestuhl begeben. Auf so einen schönen Liegestuhl. Leg dich doch hier in Gedanken einfach. Nimm mich. Mach sie bequem. Du kannst auch die Rückenlehne runter machen. Jo, und schau mal, im Wasser schwimmen die Fische rum. Wichtig ist, dass du eine gute Sitz- oder Liegeposition einnimmst, die für dich passt. Das kann für jemand anderen eine unangenehme Situation sein, so flach da zu liegen. Aber für dich soll es passen, für dich soll es jetzt passen. Einfach spüren, zulassen. Spüren, Gefühle, das wird auch das nächste Hängematten-Thema sein, planmäßig. Spüren, das klingt so einfach, so simpel. Spürt doch immer irgendwas. Jetzt gerade den Wind auf der Haut hier am See, die Geräusche der Boote. Ein angenehmes Plätzchen am See für dich. Hast du es dir inzwischen schon bequem gemacht? Hast du eine Sitz- oder Liegeposition gefunden, wo du dich wohlfühlst, dann spürst du dich auch schon. Und wenn noch nicht, dann kann ich dir ein bisschen behilflich sein, damit du dich wieder besser spürst. Sich besser spüren, gar nicht so einfach, wie es klingt. Was machen wir? Wie machen wir das jetzt? Kein Druck, kein Stress. Es geht von selbst, du wirst es merken. Spür jetzt einfach mal dein Körper, wo er überall an eine Grenze stößt. Das ist ganz einfach. Keine schwierige Übung, nein. Ganz einfach, ne? Atem fließt derweil, während du deine Körpergrenzen ganz bewusst wahrnimmst. Wie geht das? Von selbst. Du musst eigentlich nichts tun, nein. Einfach nur da sein. Die Geräusche, die rundherum sind, tangieren dich gar nicht. Die stören dich nicht. Sie tragen höchstens noch dazu bei, dass die Entspannung weiter zunimmt. Du darfst jetzt einfach nur da sein und fühlen, spüren, wo dein Körper an eine Grenze stößt. Auf der Unterlage aufliegt dein Rücken, deine Schulter, linke Schulter, rechte Schulter. Dein Gesäß. Oberschenkel, Unterschenkel, Füße, Schultern, Arme, Hände, linke Hand, rechte Hand. Einfach nur da sein, am See sein. Du musst nichts tun. Du darfst dir erlauben, einfach nur da zu sein, nichts zu tun.
fließt von ganz allein. Die Geräusche erreichen dich nicht, die störend sein könnten, sondern nur das Plätschern des der Wellen des Sees. Und der Wind streicht in der Abendsonne durch das Schilf am Seeufer. Beim Einatmen wölbt sich deine Bauchdecke leicht nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen. Der Atem fließt von ganz allein. Die Gedanken sind wie Wolken, die am Himmel sind und sich von allein wieder verziehen. Einfach nur Dasein, von Seeluft umhüllt sein, wie von einer weichen Decke. Und das Plätschern des Sees dich davon tragen lassen. Einatmen wölbt sich die Bauchdecke leicht nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen. Der Tag am See geht schon langsam zur Neige. Die Enten sind schon müde und verziehen sich ins Schilf. Es riecht nach Holz und nach Meer, nach See. Aber es ist wie ein Meer, so groß ist der See. Nach Meer, See. Sich der große, schöne See vor dir aus. Die Abendsonne hüllt dich in ihre angenehme Wärme. Irgendwo weiter oben ist eine Aussichtsplattform. Die ist weit weg. Du liegst hier und fühlst dich geborgen und sicher. Dein Atem geht ganz gleichmäßig und von ganz allein und fließt im Rhythmus des Wassers. Beim Einatmen wölbt sich deine Bauchdecke ganz allein nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen. Atem fließt von ganz allein. Die Gedanken sind wie Wolken, die im Himmel sind, sich von allein verziehen. Du spürst dich getragen und geborgen und gehalten. Ein Boot fährt heran, ganz ruhig und zielstrebig und beständig unter dem Bootskörper. Macht ein angenehmes Geräusch im Wasser, wie Massage, Kribbeln am Rücken, ein Lächeln in dich hinein. Langsam geht der Tag am See zur Neige. Es ist gut, dass du da bist. Du musst nichts tun.
einfach nur dir erlauben, da zu sein und genießen. Beim Einatmen wirbt sich die Bauchdecke leicht nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich leicht nach innen. Dein Atem fließt von ganz allein. Die Geräusche können dich nicht stören, sondern tragen noch weiter zur Entspannung bei. Einatmen, wölbt sich die Bauchdecke nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich nach innen. Atme tief ein und aus. Beim Einatmen ziehst du die Luft durch die Nase ein, in einem Tempo und in einer Intensität und mit einer Hingabe, als würdest du an einer Blume riechen, an einer wohlriechenden Blume. Und beim Ausatmen atme mit leicht geöffneten Lippen auf, aus. Lass den Kiefer ruhig ein wenig hängen, ganz entspannen. Alle Anspannung raus. Das Boot fährt jetzt zum Horizont. Und beim Ausatmen machst du das in einem Tempo, wie wenn du vorsichtig heißen Tee oder Suppe anpustest, damit es nicht so heiß ist. Der kühlende See ist um dich und bewacht deinen Schlaf. Beim Einatmen wölbt sich die Bauchdecke leicht nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich nach innen. Mit dem Atemzug wird dein Körper immer träger und schwerer. Angenehm träge und schwer. Du magst dich nicht mehr bewegen. Es ist so eine wohlige, angenehme Schwere, die dich da hält am Seeufer und leicht schaukelt, wie die Halme des Schilfs. Wie die sich die Enten zur Ruhe bekämen. Atem fließt von ganz allein. Die Gedanken sind wie Wolken am Himmel und verziehen sich von allein. Wie Aquarellmalerei sind die Wolken im Himmel. Schöne Pinselstriche, angenehm. Warm ist es auf der Haut, leiser Wind berührt dich zärtlich und hält dich, während du schläfst. Kühlt dich ein bisschen ab hier in der warmen Abendsonne. Das tut gut. Es tut so gut, du darfst jetzt ruhen, dich ausruhen, einen schweren Kopf einfach fallen lassen. Deinen schweren Körper einfach im Kissen einsinken lassen und eins werden mit deinem Bettzeug, das dich wohlig umgibt, wie dieser See. An diesem Seeufer einfach glücklich sein und träumen dürfen. Schöne Träume haben. Von einer Märcheninsel, wo all deine Träume und Wünsche erfüllt sind.
genießen kannst, ganz gleich wie jetzt. In einem Paddelboot immer beständig vorankommen ist nicht so wichtig. Einfach da sein, wo du jetzt bist, ist gut. Einfach mal loslassen dürfen, sich erlauben, bloß da zu sein und nichts tun zu müssen. Musst nichts tun, einfach nur da sein. Atem fließt von ganz allein. Gedanken sind wie Pinselstriche im Himmel, die man verwischen kann, die sich von selbst verlaufen, zerrinnen. Wie wenn du zu viel Wasser genommen hast, mit Wasserfarben gemalt. Es ist gut, einfach nur den Atem fließen zu lassen. Im Rhythmus des Sees, der schon ganz still und mystisch vor dir liegt, sich ausbreitet wie ein weiches Tuch. Jeden Atemzug wird Entspannung tiefer und tiefer und tiefer. Dein Atem fließt wie das Wasser. Beim Einatmen wölbt sich die Bauchdecke nach außen. Beim Ausatmen senkt sie sich nach innen. Du musst nichts tun, einfach nur da sein und darfst schlafen und schlummern. Der See bleibt für dich da und kühlt deine Wunden. Alles ist jetzt gut und du bist behütet und gehalten und getragen und es ist gut so. Schlaf gut. Let go. Let it go. Schlaf gut, du darfst sein, so wie du bist, alles wird gut. Wenn du dann irgendwann morgens erwachst, wirst du gestärkt und ruhig und energievoll erwachen, aber jetzt erstmal liegt der Schlaf vor dir wie der große See. All das ist Schlaf, nicht bloß eine Mütze voll, sondern ein ganzer See voll Schlaf und schönen Träumen. Du bist gestärkt daraus erfolgreich.